Was kann ich für euch tun? Du nichts. Wir wollen zu Rakborium. Ja, da ist er. Was? Wie? Ah, ihr seid es wieder. Wusstet ihr schon, dass es gar nicht so einfach ist, hier etwas zu finden? Das kann ich mir vorstellen, eure Magnifizenz, darf ich euch etwas fragen? Aber sicher, fragt nur. Es geht noch einmal um die Statuettenteile, die ich gefunden habe. Ja, diese Dings. Ja, ich erinnere mich. Habt ihr jetzt allerdings Teile beisammen? Nein, leider noch nicht. Es hat ganz den Anschein, als ob die Statuette ein Schlüssel ist, der ein Tor zu einem geheimnisvollen Ort öffnet. Was sagt ihr? Ein Schlüssel? Dann also doch. Unglaublich. Ich glaube, ich kann euch nicht ganz folgen. Wovon sprecht ihr? Es ist ganz so, wie ich bereits vermutete. Diese Dings, Statuette hängt sicherlich mit meinen Forschungen zusammen. Worum geht es genau bei dieser Forschung? Intuition, haben wir eine Forschung vielleicht mit einem magischen Adamanten zu tun, der das Auge der Göttin genannt wird? Allerdings, das haben sie. Aber ich, woher wisst ihr davon? Ihr seid nicht der Einzige, der danach sucht. Wie? Aber wer sonst könnte denn davon wissen? Anscheinend sind einige Schwarze im Amazon auf der Suche nach dem Adamanten. Sie sind in den Hesinde-Tempel eingedrungen. Ich habe sie dort gestellt und dieses Dokument bei ihnen gefunden. Bei der Mutter der Weisheit. Schwarze Amazonen. Aber dieses Dokument scheint mir sehr aufschlussreich zu sein. Also, da fällt mir ein, die Statuette, der Schlüssel. Zeigt einmal her. Wie ich euch schon gesagt, ich habe leider noch nicht alle Teile gefunden, Werte. Ja, richtig. Dann, bringt uns das im Moment nicht weiter. Seht zu, dass ihr allerdings, Teile findet. In der Zwischenzeit werde ich, dieses Dokument, würdet ihr es mir überlassen? Ich glaube, es könnte sein, dass, ja. Aber sicher, hier habt ihr es. Und da, fällt mir ein, ich habe doch, wo ist es denn nur? Ah ja, hier. Es könnte sein, dass möglicherweise ein Dings, Teil dieser Statuette sich in einem, einem geheimen Gangsystem unter Ferdok zu finden ist. Wie man dorthin kommt, verschweigt diese Notiz allerdings. Es ist alles etwas, mysteriös. Es scheint fast so, als ob, als ob der Listenreiche seine Finger dabei im Dings, Spiel hat. Aber das, sollte ja kein, Problem für euch darstellen, nicht wahr? Er meint Fakes mit der Listenreiche. Wir werden sehen. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mit der weiterhelfen kann. Kommt bitte wieder, wenn ihr alle Teile der Statuette beisammen habt. Ich werde derweil schon einmal alles vorbereiten, um sie wieder zusammenzusetzen. Das wird nicht einfach, sage ich euch. Nicht einfach. In Ordnung. Übrigens, möglicherweise ist noch jemand auf der Suche nach dem Auge der Göttin. Es handelt sich dabei um Frenja, eine Schwester der Marder. Schwester der Marder? Nun ja, es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Auge der Göttin um einen Madamanten handelt. Wie ihr vielleicht wisst, sucht die Schwesternschaft nach diesen Steinen, um ihre Göttin zu befreien. Hm. Ja, das ist mir bekannt. Ja, wie auch immer. Die Zeit drängt. Kommt wieder ins Stadtarchiv, wenn ihr alle Teile gefunden habt. Ich muss jetzt... komm, Nottel. Wir müssen noch einiges besorgen. Ja, besorgen. Ja, Meister. Und wechselt sie. Die Statuette. Auf in die Diebesgilde. Rakorium hat mir einen Hinweis auf Empfehlensteil der Statuette gegeben. Es könnte sich irgendwo in einem geheimen Gangsystem unter Ferdok befinden. Wenn sich jemand mit so etwas auskennt, dann ist es Quano. Ich sollte ihn aufsuchen und mit ihm sprechen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo ich Frenja finden würde. Muss ich jetzt gerade mal zugeben. Außer sie fängt mich jetzt gleich vor dem Gebäude ab.
Tut sie jedoch nicht. Danko. Also, was genau mache ich jetzt? Was? Aber natürlich. So, 10 Dukaten von Danko. Nochmal mit Quark reden? Nein. Nochmal in den Hesinde-Tempel? Ja. Gut, bis Effing lässt auch nicht mehr mit sich reden gerade. So, macht euch auf den nächsten Absturz gefasst. Würde mich doch arg wundern, wenn der Hesinde-Tempel diesmal... Ja. Es ist echt der Ladeübergang. Beim Betreten oder Verlassen des Hesinde-Tempels gibt es irgendwelche Ressourcenprobleme. Ich weiß nicht, ob in der Neuinstallation des Spiels das lösen würde. Da habe ich aber irgendwie Angst um meine Safe-Games. Gut, nächster Versuch. Ich lasse mal das Fenster so und so komme ich rein. Adat. Möge Hesinde euch auf euren weiteren Wegen erleuchten. Was führt euch zu uns? Habt ihr schon die Berichte gefunden, von denen ihr gesprochen habt? Nein, bisher leider noch nicht. Ihr wisst ja selbst, welches Durcheinander hier herrscht. Und das Eindringen der schwarzen Amazonen hat alles noch verschlimmert. Seht euch doch nur um. Überall haben sie die Schriftrollen und Bücher aus den Regalen gerissen und wahllos auf den Boden geworfen, um hier ein bestimmtes Dokument zu finden. Bedarf es fast schon eines Götterwunders. Ja, ich verstehe, was ihr meint. Ich will einfach später nochmal versuchen. Tut das, aber macht euch besser keine allzu großen Hoffnungen. Okay, dann lade ich jetzt einfach den Quicksave, bevor ich versuche, den Tempel direkt wieder zu verlassen. Oh, ich krieg gleich einen Fehler. Okay. Nächster Versuch. ja. Keine Sorge, ich hab meinen Spaß hier. So einigermaßen. So, Quicksave laden. Es ist auch doof, ständig das Spiel zu unterbrechen. Außer es ist wirklich hartnäckig. So, das heißt, wir gehen wieder. Am besten reisen wir durch Stadttor nach draußen und dann nicht. Puh.
Fuhrmannsheim. Kann auch sein, dass Ferenja in der Liebesgilde ist. Oder dass wir sie im Fuhrmannsheim treffen. Ich weiß es nicht. Weil Ferenja, keine Ahnung, wo sie ist. Dass wir noch mal nach Wummernsheim müssen. Städter, Städterin, Betrunkene. Steht eigentlich die... Nö, sie steht... Jetzt steht sie nicht mehr hier rum. Weil hier stand ja noch immer die Schleuserin. Und ja, ganz ehrlich, ich stelle die auch mal wieder auf passiv. Weil manchmal mag ich es nicht, wenn sie mir direkt in die Gegner reinrennen, sobald sie sie sehen. Jetzt wie bei den Amazonen. Was ist das denn für ein merkwürdiger Felsen? Der war doch sonst nicht da. Genau hier stand immer die Bärung. Oder sollte ihn jemand versteinert haben? Ja, das... Reichlich mysteriös, das Ganze. Gehen wir der Sache auf den Grund. Ja. Als ich die Liebesgilde betreten habe, fand ich sie völlig verlassen vor. Am Eingang der Liebesgilde bin ich auf mich an der Stelle, an der sonst die Bero steht, auf einen merkwürdigen Stein gestoßen. Das erinnert mich an die Steine aus der Höhle in Avestreu. Sollten es auch hier versteinerte Menschen sein? Wenn ich mich so fähig umsehe, finde ich bestimmt etwas. Ja. Das ist ein Dings. Paralyse, starr wie Stein. Das hat ja auch Dings. Ja, das hat ja auch unsere liebe Salina, unsere Besessene, mit uns angestellt. Ist die Frage, wo finde ich was? Na gut, so groß ist die Fex-Gilde ja nicht. Dass mir das Probleme machen könnte. Schrank. Geheimes Gangsystem. Okay, das heißt, Quano ist entweder da reingeflüchtet oder er wurde da reingezwungen. Ich habe in einem Schrank einen Geheimgang gefunden. Mal sehen, was mich hier erwartet. Durch eine Geheimtür bin ich in ein geheimes Gangsystem der Liebesgilde gelangt. Mal sehen, wohin mich das führt. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Gerade waren wir doch noch woanders.